Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Rabbids Kingdom Battle. Weiter geht's, wir stellen uns der sechsten Prüfung in Welt 1. Ja, und die sieht ehrlicherweise ganz schön schwer aus. Obwohl sie als einfach markiert ist. Naja. Also hier unten haben wir vier Grobiane, was ich schon krass finde. Dann haben wir noch zwei Siggis. Und hier oben sind zwei P-Rabbit-Pflanzen. Gut, ich würde sagen, ich ignoriere die P-Rabbit-Pflanzen. Ich muss ja nur sechs Gegner töten. Ja, das heißt, ich konzentriere mich auf die beiden Siggis und auf die vier Grobiane. Die Frage ist, wie soll ich vier Grobiane killen? Zumindest, wie soll ich die killen in wenig Zügen? Tja, Leute, keine Ahnung. Ich könnte eine Figur hier rüber schicken. Ja, stimmt, natürlich. Ich könnte die zusammenlocken. Dann würden die sich ja gegenseitig angreifen, ne? Ich glaube, das mache ich. Ja. Ja, 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 das macht Sinn. Okidoki. Können wir noch Fertigkeiten kaufen? Ich glaube, ja. Genau, wir erhöhen mal den Stampfschaden. Was hole ich mir mit Peach? Vielleicht diese Mega-Heilung. Und mit Rabbit Luigi erhöhe ich den Raserei-Schaden. Ja, Luigi ignoriere ich erstmal. Okay, okay, okay. Wir probieren das einfach mal aus. Also das Gute bei den Prüfungen ist ja, es kann ein Charakter sterben. Das ist nicht so schlimm. Es gibt ja keine Wertung oder ähnliches. Ich würde wirklich sagen, ich packe Mario jetzt hier rüber. Boah, mal gucken, ob das funktioniert. So, dann schieße ich den da vorne ab, aber mit Heldensicht aktiviert. Damit Mario direkt zweimal ballert. Oh, okay, er crittet ihn. Das ist natürlich ganz geil. Moment, 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 Moment. Okay, ich stelle mich jetzt vor ihn hier. Ach, Peach kommt... Ach, verdammt, die kommt nicht bis darüber. Egal, 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 egal. So. Peach killt ihn jetzt. Rabbit Luigi lockt ihn an. Ach, kann er gar nicht, out of range. Wobei doch, mit dem Raketenwerfer geht es. Wäre halt ganz geil, wenn der in meine Richtung laufen würde. Genau. So, jetzt ballert Mario nochmal drauf. Und dann müsste er ja Mario angreifen und gleichzeitig die beiden dahinter, ne? So, haha, funktioniert. Sehr schön. Ja, kann sein, dass Mario drauf geht, aber... Who cares? Könnte ihn noch heilen gleich. Okay, die Superbarriere schalte ich an. Gut, 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 gut. Ich denke, das war's dann erstmal. Achso, ich könnte ihre KP noch ein bisschen verringern. Ja, das sieht doch gut aus, Leute. Das sieht doch gut aus. Frage ist, was machen jetzt die P-Rabbit-Pflanzen? Oh, die kommen nach unten. Das ist so mies. Das ist ja schon recht fies hier. Mies und fies. Alles auf einen Haufen. Na, immerhin kein Crit. Was machen jetzt die Kleinen? Ja, gut. Die sind nicht so schlimm. Okay. So, jetzt kommt's. Funktioniert mein Plan? Er killt ihn jetzt? Ha, fantastisch.
Okay, da bin ich schon ein bisschen stolz. Ja! Liebe Leute, jetzt slide ich durch ihn hier durch. Dann ist er down, dann springe ich da rüber. Mit Mario orientiere ich mich auch nach vorne. In Richtung Rabbit Peach. Rabbit Peach heilt Mario, sicherheitshalber. Dann slide ich durch die beiden hier durch. Oder auch nicht. Hä, warum kann ich denn nicht durch den anderen durchsliden? Na, ist egal. Interessiert mich jetzt sowieso nicht. Die sind ja sowieso gleich down, also von daher ist es wurscht. Achso, wahrscheinlich, weil sie am Rand stehen, ne? Oh, und Dode. Ja, Leute, das war definitiv ein interessanter Kampf. Also das war schon nicht ohne. Aber ich finde die Prüfung hier allgemein auch recht schwer, ne? Also ich finde schon, auch wenn die als einfach getaggt sind, teilweise, weiß ich nicht. Also einfach sind die nicht. Nur meine Meinung. So, dann geht's auch schon weiter. Ach so, ja, wisst ihr was? Wir können jetzt doch mal Fertigkeiten für Luigi kaufen. Damit ich den nicht ohne Fertigkeiten-Upgrades zurücklasse quasi. Okay, Rasereischaden, den erhöhen wir und... Ja, weiß ich nicht. Bewegungsfreiheit, ja, okay, klingt vernünftig. Vielleicht brauche ich Luigi ja doch noch irgendwann... Who knows? So, wo ist denn die nächste Prüfung? Ah, hier vorne schon. Beißender Humor. Prüfung Nummer 7. Beißender Humor? Irgendwas mit Kettenhunden wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Besiege 5 Gegner. 10 Züge Limit. Oh nein! Oh, mit P-Rabbit-Pflanzen. Boah, ey. Also... Ohne Flachs, ne? Ich finde echt, die Entwickler haben teilweise ein bisschen übertrieben. Da brauche ich gar nicht großartig planen. Also es geht wahrscheinlich darum, dass die Hunde im Idealfall immer die P-Rabbit-Pflanzen angreifen, ne? Das ist höchstwahrscheinlich der Gag hier. Tja, tja, tja. Und ansonsten Damage, 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 ne? Ich konzentriere mich erstmal auf... Ich konzentriere mich erstmal auf eine Pflanze. Vielleicht stirbt die in einer Runde direkt, aber... Na egal, sehen wir ja gleich. Bringt es was mit dem Raketenwerfer zu schießen? Nee, ich kann nicht mehrere angreifen. Okay, dann baller ich dich ab. Sehr schön, ein Crit. Also ich denke auf jeden Fall, dass hier Honigwaffen wichtig sind. Vielleicht orientiere ich mich mal so ein bisschen in Richtung Mario. Macht das Sinn, dass alle auf einen Haufen stehen? Überlege ich gerade. Ah, ich kann ja mit Mario auch noch angreifen. Boah, reicht das für einen Kill? Boah, 57, nice. Der Hund killt direkt eine Pflanze. Stell mich mal hier hinter. So, also, boah, weiß ich nicht. Also soll ich jetzt die Figuren zusammenstellen oder nicht? Das ist echt eine gute Frage. Wenn ich auf einen Haufen stehe und die Pflanzen ihren Feuerangriff machen, dann erwischt der Feuerangriff natürlich alle. Das ist jetzt recht blöde. Also vielleicht sollte ich zumindest so ein bisschen Abstand halten.
Ja, und Honig und Steinwaffen sind hier natürlich gut. Hauptsache, die Pflanzen können sich nicht bewegen. Denn die werden natürlich versuchen, vor den Hunden zu flüchten. Kann das sein? Oh, verdammt. Oh, ist natürlich nicht so geil. Das war so nicht geplant. Oh, Mann. Ja, Leute, das dürfte interessant werden. Boah, und jetzt spawnt schon die nächste Pflanze. Okay, 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 okay. Moment. Ja, Rabbit Peach wird gleich... Rabbit Peach wird gleich von einem Hund angegriffen. Das kann ich jetzt nicht verhindern. Die Hunde hier machen gar nichts. Ja gut, die werden hier nach vorne laufen. Ich versuche jetzt erstmal die Pflanze hier zu killen. Es wäre ganz schön, wenn die nächste Runde nicht überleben würde. Boah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich kann hier noch durchsliden. Dann greife ich lieber die hier vorne an. Boah, okay, okay, okay. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn die sich nicht bewegen. Also das ist schon gut. Die Heilung spare ich mir für die nächste Runde auf. Ja, ist jetzt wirklich blöd, dass die Schaden kriegt, aber... Vor allen Dingen, die Pflanzen werden da auch nochmal draufhauen. Okay, ich dachte, die eine stirbt jetzt in der Runde. Na gut, das war jetzt nicht so klug. Also ich dachte, die wäre schon down, die 7er. Sonst hätte ich die natürlich gerade eben angegriffen. Was macht jetzt die 300er, die neue? Die greift Mario an mit etwas Glück. Nee, Luigi, aber... Boah, sehr schön, richtig schön viel Chaos reingebracht. Okay, die da vorne stirbt jetzt auf jeden Fall. Gut, 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 gut. Ich stelle mich hier vorne hin. Dann heile ich mich. Und meine Freunde. Die Pflanze da vorne stirbt an dem Hund, richtig? Ja. Diesmal stirbt sie hoffentlich wirklich. Gerade eben habe ich mich da wirklich vertan. So, Mario muss da vorne weg. Das sollte kein Problem sein. Gibt es einen Winkel, aus dem ich die Pflanze da vorne noch treffe? Nie, ne? Dann stelle ich mich einfach ganz an den Rand. Ich habe ja auch noch Luigi. Ah, stimmt, genau. Moment, der kann ja hier mitballern. Oh, 18, ernsthaft? Gut, dann muss ich jetzt das Ding hier noch rüber schicken. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Okay, aber wieder eine Pflanze down. So, drei Stück brauche ich noch. Eine stirbt gleich automatisch. Immer eben durchsliden. Ich stelle die Figuren jetzt einfach möglichst auseinander, wirklich. Das Kraftpaket oder diese Fähigkeit vielleicht gerade mal eben nutzen sollen, ne? Bitte, bitte, Crit. Ah, verdammt. Ja, okay. Schauen wir mal, was passiert. Ach, Rabbit Peach kriegt hier vorne Schaden. Verdammt.
Also den Kampf finde ich wieder sehr, 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 sehr schlimm. Okay, ein Angriff von dem Kettenhund. Jetzt ist die große Frage, was macht die Pflanze? Oh, sauber! Sie greift Luigi an. Ich habe gedacht, sie würde Rabbit Peach angreifen. So, was machen wir jetzt hier? Okay, die Pflanze festsetzen. Ja, und ansonsten abhauen, ne? Also hier wirklich in die Ecke stellen. Schild anmachen. Ach, keine Ahnung. Hauptsache, ich hau ein bisschen von den Hunden ab. Ich würde mich auch hier vorne hinstellen. Moment, Moment, Moment. Dann kann ich ja noch die Pflanze hier töten. So, jetzt noch eine Runde durchhalten, ey. Ich muss jetzt noch eine blöde Pflanze killen. Das werde ich doch wohl hinkriegen. Egal, ob Rabbit Peach überlebt oder nicht. Also es ist aber wirklich super schwer hier. Es ist schon... Es ist schon hart. So. Oh nein! Oh, sie kommt hier gar nicht raus. Boah, wie ärgerlich. Na super. Konzentriere mich mal auf die Pflanze da vorne in der Ecke. Also mein Ziel ist es jetzt irgendwie, die da vorne platt zu kriegen. Das Problem ist, wenn ich weiter nach vorne gehe, dann greift mich halt der blöde Köter an, ne? Hier schon, hier schon... Hier nicht, aber hier treffe ich die Pflanze halt nicht mehr. Boah, was soll ich denn jetzt machen? Oder soll ich mich einmal von dem Hund treffen lassen? Es ist halt echt blöd, dass Rabbit Peach hier nichts mehr machen kann. Damit kill ich mich nur selber. Ja, also Rabbit Peach ist halt so oder so verloren. Ja, ich weiß nicht, vielleicht beende ich einfach den Zug. Kann ich sie retten? Nee, ich kann den Hund auch nicht ablenken. Ich beende einfach den Zug. Gucken wir mal. Also Rabbit Peach geht jetzt drauf. Ist ärgerlich. Mal schauen wir mal, was mit der Pflanze jetzt hier passiert. So, ein Treffer vom Hund. 151. Dann geht der andere Hund auch noch hin. Oh na, jetzt wird er abgelenkt hier von der Pflanze. Boah, alter Schwede. Oh nein! Ach, die beiden stehen ja zusammen. Oh, das war jetzt auch nicht so klug. Insgesamt ein Kampf, der nicht so gut läuft für mich. Und noch ein Crit. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, diese Crits, die gehen mir auch so ein bisschen auf den Keks. Also, ich finde, die nehmen halt das Taktische stark aus dem Spiel raus.
Naja. So, jetzt voll auf Offensive, Leute. Mit dem Hammer draufschlagen. Crit. Na gut, den Rest würde eventuell auch der Hund erledigen, aber jetzt schieße ich sie einfach ab und dann haben wir es. Aber das war jetzt schon wirklich, also... Alter Schwede. Ich weiß auch gar nicht, wie man das hätte vernünftig lösen können. Naja, geschafft ist geschafft, ne? Nicht schön, aber selten. Beißender Humor. Ich meine, war immerhin Schwierigkeit Mittel, ne? Also... Keine leichte Prüfung. Per Spieldefinition keine leichte Prüfung. Schauen wir mal, wie die nächsten Prüfungen noch so werden. Wo geht's denn hier weiter? Ach, jetzt kommen wir schon zu dem Abschnitt hier. Sind denn hier irgendwo noch Prüfungen? Da anscheinend nicht. Okay, da vorne sind ein paar Münzen, aber ansonsten müssen wir hier einfach den Weg weitergehen, denke ich. Ja, also hier vorne war nichts mehr. Hey, und schon sind wir wieder hier vorne. So, gibt es denn hier irgendwas Neues? Ich glaube, hier hinten war eine Truhe, die hatten wir aber schon, genau. Oh, das sieht so hübsch aus hier. Hat mir beim ersten Besuch schon gut gefallen. Ah, schaut mal, da vorne können wir was verschieben. Und da kommen wir zu einer neuen Truhe. Sehr schön. Röhrensitzung, ein neues Kunstwerk. Da ist die nächste Prüfung. Und das hier ist eine Abkürzung. Ah, schaut mal. Ach, und jetzt kommt man eben hier... Ah, okay, okay, okay. Jetzt kommt man endlich hier oben hinter. Gartengrobian. Gut, da oben ist noch eine Prüfung. Aber eins nach dem anderen. Brücke mit Tücke. Prüfung Nummer 8. Eskortiere Toad. Ein 8-Züge-Limit. Sieht relativ schwer aus. Schauen wir mal, wie das wird. Aber hier beende ich erstmal den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.